Hallo, ich möchte ein wichtiges Thema ansprechen und es geht um die Arme. Wie gerade sollte die Arme beim Stand sein und während des Schwunges? Wie gerade sollte ich meine Arme lassen? Viele meiner Schüler kommen zu mir und die stehen so am Ball. Und es ist wirklich klar zu sehen, dass sie bewusst die Arme lang haben. Und ich frage sie, warum sie es tun. Und manchmal haben sie es gehört, dass sie es tun sollten von Flightpartnern. Oder sie selber haben einfach Angst, im Treffmoment die Arme anzuziehen oder irgendwo während des Schwunges einzuknicken. Und dann stimmt der Abstand zum Ball nicht. Das klingt wirklich sehr, sehr logisch. Aber ich kann dir sagen, zu gestreckte Arme ist ganz schlecht für den Schwung. Punkt Nummer eins, wenn ich so am Ball stehe, dann sind automatisch meine Arme und Schulter sind eingeloggt. Und dann beim Ausholen passiert das. Automatisch schwinge ich dann zu flach. Was ich auch sehe, wenn die Arme zu gestreckt sind, ist dieses hier. Der grobe Körper wird zu sehr nach da gezogen. Ich sehe manchmal sogar, wie der ganze Körper mitgerissen wird. Es ist einfach zu fest. Und dann, was auch sehr oft passiert, ist, die Arme sind super gerade. Die sind gerade, 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 gerade. Und dann man kann es einfach nicht halten. Und die ganze Drehung, die ist hier eingeschränkt. So, was dann passiert, ist das. Dann knickt die Person recht viel. Okay? So, bitte glaube mir, gestreckte Arme ist keine gute Sache. Wie sollte es aussehen? Also, wenn du den Stand einnimmst, solltest du einfach die Arme hängen lassen. Und dann ist es meistens so, dass es einen kleinen Winkel gibt, zum Beispiel im rechten Arm und den linken Arm auch. Also durchgestreckt ist es auf gar keinen Fall. Und dann beim Ausholen ist mein Arm nicht ganz gerade da. Das wäre super gerade, aber das ist richtig. Und wenn du gute Golfer siehst, Profis, wirst du diese Position sehen. Wenn die Arme zu gestreckt sind, verlierst du das Gefühl, du kannst nicht richtig mit den Handgelenken winkeln, du kannst dich nicht richtig drehen. Und das Gewicht des Schläges wird auch dafür sorgen, dass im Treffmoment, vorausgesetzt, du hast dich ausreichend gedreht, dass du in diese lockere Langarmposition kommst. So, das ist genau der richtige Begriff. Locke lange Arme. Deine Arme sollten locke lang sein. Entschuldigung, das ist mein Deutsch, aber ich finde, das beschreibt, wie die Arme sein sollten, sehr, sehr gut. So bin ich entspannt, so kann ich gute Schlägerkopfgeschwindigkeit schaffen. Okay, so auf jeden Fall so locker wie möglich. Und wenn du den Schwung richtig machst, wenn die Rotation stimmt beim Durchschwingen, werden die Arme lang sein. Wenn du die Arme senkst beim Abschwingen, statt nach da zu schwingen, wenn du dann nach da schwingst, bist du gezwungen, die Arme anzuziehen. Aber wenn du die Arme senkst, den Körper drehst, wirst du automatisch lange Arme haben, aber locker lang.